So, herzlich willkommen, wir sind bei... ja, also hier bin ich relativ überzeugt, dass das Auto nicht dafür gemacht ist. Wirklich, das wird jetzt wirklich schwer werden, weil das einfach, ich habe es ja jetzt gefahren, das ist ja nur nicht irgendwas mal schnell erzählt. Ich kenne das jetzt schon recht gut und es braucht ja bloß was sein und schon hängt das Kneblein, der kleine Knabe, ja, und schon hängt der kleine Knabe weinend in den... Wo ist denn der... Ah, okay. Oder auch nicht. Ja, ich irre mich gerne. In diesem Fall. Ja, komm, kannst du bitte. Wir haben schon den Vorsprung ganz gut wieder verwurschtelt vor der Masse. Ja, das Auto, warum meine ich, dass es hier nicht geeignet ist? Es hüpft nicht so wie die anderen, aber es ist instabil. Und jede kleinste Bewegung mit dem Fahrzeug ist irgendwie schon schwierig. Deswegen ist das hier zum Beispiel so einfädeln und so weiter und so fort. 12 Runden lang. Ja, da kommt schon wieder einer. Ist er da? Nimmst, ja, danke. Alter. Du brauchst halt nur eine kleine Bewegung, ne? Mann, jetzt... Ja, jetzt kann ich halt nicht mehr da unten. Ja, ciao. Ja, jetzt sind sie schon alle wieder da. Und es nützt mir auch nichts. Ja gut, der macht's nicht mehr lange. Alter, du willst mich doch wirklich verarschen hier. Vielleicht muss man das mit dem einfach so rum, auch so rumfahren jetzt. Schon wiederholen. Man soll die Rennen nicht vor dem Ende loben, das weiß ich. Alter, jetzt kannst... Mann, ich hasse es wirklich, wenn ich nicht so fahren kann, wie ich das gerne möchte. Alter, Mann. Das Auto wieder zu beruhigen. Alter, kannst du bitte jetzt mal... Guck dir bitte mal, wie das Auto... Oh Gott. 7 von 12. Wir fahren unten. Wir fahren jetzt rechts lang. Das ist wahrscheinlich der beste. Nee, ich will gar nicht groß fliegen. Aus Gründen. So. Also das größte Problem bei dem Ding ist, du
Ein Federkiel, der da sozusagen dran killert und das Auto liegt im Graben. Wow. Ja, das mit dem Springen lasse ich wirklich jetzt. Ja. Ich würde es gerne spektakulärer haben. Aber so gewinnst du das ja wahrscheinlich nicht. Vor allem, wenn du mal guckst, wie das Auto jetzt schon wieder in welcher Konstitution das ist, dann lieber so hier. Gut. Alter. Okay. Vielleicht gibt es noch ein bisschen mehr Schrott. Okay. Ciao. Ja, verhakt euch doch. Aber ich muss sagen, ich bin... Du willst mich verarschen. Du willst mich verarschen. Ich habe kurz auf OBS geguckt. Ja, sollst du nicht machen, ich weiß, aber boah, ey. Alter, kannst du bitte. Boah. Mann. Kannst du mich bitte. Alter, kannst. Wow. Also ich weiß nicht wie, aber dieses Auto scheint irgendwie auch magische Reifen zu haben. Es sind wieder welche hinter mir, den ich nicht weiß. Es geschafft. Hätte ich nie gedacht, muss ich zugeben. Bin ich vollkommen perplex. Es war wahrscheinlich auch mit Glück, dass sie sich irgendwo zusammengerauft haben und so weiter und so fort. Aber ist mir jetzt auch egal. Ich mag diese Strecke nicht. Und ja, bin itzig geworden, weiß ich, aber war halt scheiß Situation auch. Für mich jedenfalls. Und das Auto sieht aus. Also eins muss ich dem Auto lassen. Egal wie es aussieht. Es macht noch den Punkt. Also effektiv ist es. Und jetzt lass mich raten. Norfolk. Ich will es nur wissen. Naja. Nee. Okay. Interessant. 12 Runden. Ja, gut. Dann probieren wir es doch vielleicht gleich noch. Und dann haben wir es hinter uns. Alles klar, vielen Dank, dass du dabei warst. Tschüss.